Die Spoiler zu One Piece Kapitel 923 sind endlich draußen. Wie immer wird euch die Übersetzung präsentiert vom Pirate Board. Der Titel des Kapitels lautet Yonko Kaido vs. Ruffy. Kaido stürzt durch Ruffys Schlag nach unten. Ruffy will nach seinen Freunden bei Schloss Oden sehen, entdeckt dann aber eine geschlagene Speed. Kaido hatte sie entdeckt auf dem Weg zu Tamas Heimatdorf und sie konnte Tama nicht beschützen. Ruffy bereut, dass er nicht selber Tama nach Hause gebracht hat. Also hat Ruffy es wirklich geschafft, einen Kaido zu Boden zu ringen. Ich denke aber, dass es nur daran lag, dass er eben betrunken war. Und auf dem Bild, wie ihr seht, liegt Tama, ihr kaputter Apfel und darunter sehen wir eine Menge Blut. Ist Tama jetzt tot? Das wäre ein harter Schlag. Law schlägt vor, das Weite zu suchen, solange Kaido betrunken ist. Aber Ruffy weigert sich und will die Sache direkt beenden. Kaido erscheint und Ruffy stellt sich natürlich wieder als der zukünftige Piratenkönig vor. Kaido startet eine weitere Drachenatemattacke, aber Ruffy weicht diese aus. Kaido verwandelt sich zurück in seine menschliche Form und liegt mit ausgestreckten Gliedern am Boden. Aber Ruffy hält sich nicht zurück und wechselt sofort in den Gear 4 Bound Man, um eine Kong-Orgel auf Kaido abzufeuern. Ruffy hält inbrünstig sein Dauerfeuer auf Kaido an, bis ihm langsam die Luft ausgeht. In diesem Moment wird Kaido wieder nüchtern, steht auf und haut Ruffy mit einem Schlag von seiner Stachelkeule um. Ruffy liegt ohnmächtig mit blutendem Kopf am Boden. Was für ein König willst du werden, Bengel? Dann steht noch ein kleiner Editor-Kommentar unten drunter. Das ist die stärkste Kreatur. Ja, da hat Ruffy wohl etwas den Mund zu voll genommen. Kaido scheint wohl doch etwas extrem übermächtig zu sein. Seine Schwäche liegt nur daran, wenn er gerade betrunken ist. Das heißt, möglicherweise könnten wir Kaido besiegen, indem wir ihm einfach besoffen machen. Das wäre irgendwie mal eine interessante Angehensweise. Auf jeden Fall scheinen die Spoiler recht lustig zu sein. Ich bin darauf mal gespannt. Vor allem, was jetzt als nächstes passiert und ob Otama wirklich tot ist. Das wäre echt krass. Ich meine, es wäre mal gut für den Arc, damit er richtig einen Fahrt aufnimmt und mal richtig was hat. Bäm, Charakter tot. Wollen wir ja immer wieder mal sehen. Aber es wäre echt schade für Otama. Schauen wir weiter. Das Kapitel kommt morgen, dann kommt auch natürlich mein Review dazu wieder. Ich hoffe, dieses kleine Spoiler hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Lasst den Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.